Doch. So, unten meinst du? Ja, die ganz Richtung, die am Bohrer. Ja, deswegen war es für mich jetzt unten. Ja, für mich war es oben. Ja, aber von der Basis. Wird die Basis minimal? Na gut, gehen in beide Richtungen, ne? Ist egal. Ja, aber Landingpad ist an. Nicht Pad. Ist egal. So, oben und unten spielen hier keine bis untergeordnete Rollen. Wärst du noch mal so freundlich? So, ja. Spot. Ich glaube, du hast noch genügend Teile dafür. Super. Immer doch. So, und jetzt hau da mal noch alles an Teilen rein, was du hast. Ich organisiere mal noch Teile für Reaktoren etc. pp. Guck mal, wo wir Glaube ich die nicht. unterbringen. Mehr hast du nicht? Okay, das passt. Also Reactor Components habe ich noch 12 Stück. Dann gucke ich gerade mal, ob wir hier nicht irgendwo noch einen. Ist der anderweitig noch befestigt? Nicht, dass, wenn ich jetzt das abschraube, der Reaktor davon segelt. Das wäre doof. Moment, das können wir ganz anders lösen. Die müsste man jetzt nur irgendwie in dieses Tube-System integriert bekommen. Das geht aber leider nicht mehr. Beziehungsweise. Hallo, ich bin nochmal raus. Okay. Bye Alles bye. klar. Bis später, denke ich Jo. mal. Jo. Ciao. Tschüss. Los, viel Spaß noch. Danke. Danke. So, mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Könntest du hier nochmal kurz reinhalten, bitte? Wo? Da, wo das Loch ist. Egal noch. Da unten vor diesem großen. Da, Hinter ne? dem. Ja, genau da. Ich habe ja nichts mehr, Du hast deswegen. nichts mehr. Okay, dann wenn wir eh beide Sachen holen müssen, dann kann ich das nicht. Nein, du nicht. Ist doch nicht kaputt. Mensch. Nein, nein. Wir brauchen auf jeden Fall noch Konstruktionskomponenten und sonst noch ein bisschen Spaß. Interior Plates noch. Mal gucken, was noch so alles da ist. Konstruktionskomponenten. Achso, da hatte ich die hatte ich mit dem Teil. Konstruktionskomponenten, Interior Plates habe ich noch. Ein paar Stahlplatten können wir noch mitnehmen. Computer brauchen wir natürlich auch noch. Motoren, logisch. Computer habe ich auch noch ein paar. Gut, dann gucken wir mal. Oh, Energie wäre vielleicht keine dumme Sache. Dieses komische Wupp-Wupp-Geräusch bei der Energieübertragung wieder. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das fertig bringen. Und was ganz wichtig, was es dann nachher noch braucht, ist ein Beacon, also ein Leuchtfeuer sozusagen. Ja. Mir ist gerade was aufgefallen. Scheiß Ja, ich für drauf, Battlefield ist. 3. Bitte? Und 4, glaube ich. Beacons von Battlefield. Ja, so ähnlich, nur ein bisschen anders. Ja, so wie hier, wo die Namen dran stehen, wa? Ja. Die kenne ich Plopp. noch. Plopp. Oh, hast du zufällig Reaktorkomponenten und Metallgitter? Weißt du was, könntest du nochmal zurückgehen? Metallgitter Ich nicht. sag dir, was du noch brauchst. Alles Mach klar, mal warte mal. so. Oh. Was du noch mitbringen musst, dann müssen wir nicht beide hintere fliegen und ich muss mir den Scheiß nicht merken. Alles klar. Also, Metal Grid, 4 Stück. Wie nehme ich die einzeln? Rechtsklick rüberziehen. Rechtsklick, Drag and Drop und dann die Zahl Ah, okay, eingeben. sehen, ja. Jo, ist klar. 4 Metal Grid. Jo. 6-mal Reaktorkomponente. Ja. 6-mal Reaktorkomponente und 20 Computer. Wenn es keine Computer mehr hat, müssen wir Nee, ich herstellen. habe noch Computer. Die habe ich noch genug. Und das war's? Das war's. Alles klar. So, dann kriegen die, wenn sobald sie fertig gebaut sind, noch eine kleine Schutzhülle, die Reaktoren, dass die nichts abkriegen. Das kann ich eigentlich schon mal anfangen. So.
Der wäre fertig. Ja. In der Tat. Mann, jetzt geh auch da ran. Der hat Urlaub. Da muss man nur gucken, warum sie jetzt nicht anfangen, grün zu leuchten. Wahrscheinlich, weil sie noch kein Uran haben. So, die werden jetzt noch eingemauert. Ist denen nichts passiert unterwegs? Keiner hat die Absicht, eine Mauer zu bauen hier. Ja. Nein, überhaupt nicht. Wir sind gerade wieder zusammengestoßen. Noch 100%. Ich nicht ganz. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir für die Bohrer noch irgendwas tun. Ha, mir fehlt ein Computer, dann könnte ich den blöden Bohrer fertig machen. Ja, warte. Ja, er ist fertig. So, jetzt werde ich mal kurz mich ins Cockpit begeben und schauen, wie es mit der Energieversorgung aussieht. Achtung, ich bewege mich. Das ist alles weg. Nein. Halt. So. Was ein Monstrum von Bohrern. Drill. Ah, scheiße. Du könntest du mal meiner Vielleicht. Fraktion beitreten über K-Factions? Weil du hast jetzt die Bohrer fertig gebaut hier Achso, oben. Ja. Ergo kann ich die nicht benutzen. Das ist ein bisschen beschissen. Warte mal, ich muss hier nochmal gerade sagen. Ja, jetzt. Musst du gehen. Ja, wenn du sie gebaut hast. So, jetzt. Jetzt schauen wir nochmal. Ja, jetzt haben wir Zugriff auf alles. Alles klar. Drill, 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 drill. Drills. Safe. Halt. Hurlala. Steigst du wieder ein? Inventory. Control Panel. Drills. Achtung, Testlaufbohrer 1. Und der nicht auch Umwucht? Ja, extrem sogar. Aber der Bilder müsste genug Triebwerk haben. Jetzt gehen wir vorne weg. Ich muss mal gucken, wie es mit dem Energieverbrauch aussieht. Volllast. Wunderbar. Brauchen nicht mehr Strom, wenn sie auf was stoßen? Doch, eigentlich schon. Aber so vom Fliegen her fliegt er sich echt gut. Wesentlich besser als das vorherige Ding. Ja. Ja, ja, ja. Das Blöde war. German Maxi, Engineering. Ja, Maxi hat den, Ja. Das andere Schiff versemmelt. Ja, und das war halt randvoll mit Uran und Eisen. Ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Vor allem, weil ich es ihm 3 Minuten vorher noch gesagt habe. Aber egal. Vergangenes lässt sich nicht ändern. Sieht das aber ganz vernünftig aus. Das haben wir kann auch bohren. Ob das von der Größe her oder ob wir ihn noch in die Breite ziehen müssen das nächste Mal. Das ist ja klasse. Kann dir helfen. So, ich glaube, wir müssen das nächste Mal die Bohrer noch ein bisschen verbreitern, dass sie noch groß genug schaffen, um im Schiff durchzufliegen, weil jetzt ist das Schiff ja, okay, breit. Das wäre natürlich sinnvoll. Ja, wenn ich nur an der Oberfläche rumkratzen kann. Und die Power Usage steigt nicht über 10%. Eine logische hat der großen hinten großen Reaktor drauf. Jo. Das ist doch wunderbar. Also eigentlich, mir hat immer am besten an Space Engineers so gefallen, also wie bei Minecraft quasi Creative Mode, dass man halt so bauen kann, was möglich ist. Ja, klar. So dass du dann halt auch machen konntest, ein Mining-Schiff, was halt meint, und dann durch die Gravity wird das dann in einen Filter gezogen. Das geht hier auch, das geht hier auch. Ja, aber ich meine, dass man das halt bauen kann, einfach so. Und also das für mich ist eigentlich immer der Hauptfaktor, wie baue ich das und nicht, wo baue ich jetzt die Materialien her, da habe ich immer nicht so viel Spaß dran. Ja, die Materialien haben wir ja zum Glück schon alle. Weißt du was? Den hier kann man stilvoll abstellen. Tata, jetzt müssen wir noch irgendwie Licht dran bauen. Au. Wow. Da kann der Gegenplattform geflogen. Super. Hast du gut gemacht. Ja, finde ich auch. Ja, siehst du mal. Wollen wir die Tutorial-Hinweise ausstellen? So, Licht haben wir jetzt auch. Geht's? Also,
können nicht, wenn das Schiff nicht an ist. Ja, Licht geht auch. Damit. Eureka. Jetzt haben wir zwar kein Bauschiff mehr, aber hey. Juhu. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für diese Folge. Runde, Aufnahmesession. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao. Tschüss.